Ja, moin, ich darf euch begrüßen zur E-Technik beim Schmidt. Simi ist auch am Start. Heute wollen wir uns mit der mechanischen Arbeit, Leistung, Kraft, Energie beschäftigen und wollen mal gucken, was das so für Begriffe sind, was die so. Ich weiß, die Leute sitzen jetzt vor YouTube und denken sich, da sitzen zwei Beamte und reden über Arbeit, Energie, Leistung. Ja. Dann fragen die sich, woher wissen die das? Wir werden es euch zeigen. Los geht's. Rein. Also, die mechanische Arbeit ist relativ einfach. Arbeit habe ich immer dann, wenn ich irgendwie ein großes Gewicht habe mit einer Masse M und möchte das hochheben. Ja, ich weiß, wenn ich das mit der Hand machen muss, dann ist das anstrengend. Ich muss das Teil also irgendwie nach oben schaffen. So, klar, eine gewisse Strecke habe ich auch. Das heißt also eine Höhe zum Beispiel, wie hoch ich das heben will. Ja, je höher ich das heben muss, desto mehr Arbeit habe ich. Ja. So, wir können auch anstatt Höhe, können wir sagen Strecke. Das geht auch, ja, also H oder S. Das schreibe ich mal beides hin. Ja, und die Arbeit ist also diese Masse, die ich ja irgendwie anheben muss. Da muss ich also eine Kraft aufbringen. Ich muss das Ding anpacken und dann muss ich das hochheben. Ich brauche also eine Kraft. Die Kraft wird durch den Formelbuchstaben F beschrieben und eben die Kraft brauche ich für eine gewisse Strecke. Das heißt also, ich muss das Ding eine Strecke lang hochheben. Und das ist Arbeit. Ja? Also ich fange an zu schwitzen, dementsprechend haben wir hier Arbeit. W ist gleich F mal S. W ist die Arbeit, F ist die Kraft und S ist die Strecke. Mhm. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo kommt denn diese Kraft überhaupt her? Ich habe ja eben von der Masse gesprochen, ne? Masse von diesem Päckchen. Ja, welche Kraft muss ich denn aufbringen, um eine Masse senkrecht nach oben zu heben? Ja, das ist die Frage. Und die können wir relativ einfach beantworten. Wir haben also die Kraft ist gleich Masse. Die Masse mal Beschleunigung. Die Erdbeschleunigung. Ja? Oder die sogenannte, wenn es nach oben geht, ja. Genau, oder die sogenannte Fallbeschleunigung. Das heißt also, ich muss der entgegenwirken, damit ich eben was hochheben kann. Ja? Mhm. So, und deswegen haben wir F ist gleich M mal G. Die Kraft ist also Masse mal die Fallbeschleunigung bzw. Erdbeschleunigung. Und die Einheit, die wäre Kilogramm. Meter, Kilogramm Meter pro Sekunde Quadrat. Meter pro Sekunde Quadrat kommt von dem G und das Kilogramm kommt hier von der Masse. Genau. So, diese Erdbeschleunigung oder Fallbeschleunigung, die ist, die wird mit 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat angegeben. Viele in der Schule rechnen einfach mit 10, ja, weil das kann man schön im Kopf machen. Ja, leicht aufgerundet. Wir rechnen mit 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. So, das heißt also, diese Kraft, ich habe ja eben hier die Einheit hingeschrieben, die wird aber auch in Newton angegeben. Ein großes N, ich habe es hier an der Seite nochmal hingeschrieben, Kilogramm Meter pro Sekunde Quadrat ist ein Newton. Mhm. Ja, genau. Ja, jetzt wollen wir uns nochmal den Zusammenhang angucken zwischen mechanischer Arbeit, also ich hebe meine Masse hoch, und ja, der elektrischen Leistung bzw. mechanische Arbeit wollen wir uns hier jetzt erstmal anschauen. Wir haben ja gesagt, wir wollen dieses Paket nach oben heben. So, eine und Höhe. Zwar um eine Höhe. Ja. Das wollen wir machen. Und ich sage, ich mache das jetzt nicht mit der Hand, sondern ich habe hier einen Motor angeschlossen. Und dieser Motor, der braucht eine Leistung. Leistung P. Ja, und da müssen wir jetzt erstmal gucken, was ist denn Leistung überhaupt? Ne? Das heißt, wir gehen mal rein und sagen, Leistung, ich brauche also eine Arbeit. Ne? Aber wir haben gesagt, wir brauchen eine Arbeit, um das ganze Ding hochzuheben. Das heißt, wir haben unser W von eben, das ist unsere Arbeit. Und wenn ich jetzt sage, ich hebe das Paket hoch und ich brauche dafür eine Minute und der Sebi, der hebt das Paket hoch und braucht eine Sekunde. So, dann ist die Frage, wer hat mehr Leistung verbracht? Ich habe das Ding ganz entspannt eine Minute hochgehoben auf H und der Sebi, der muss das richtig zügig machen. Das heißt, der schwitzt um einiges mehr. Ja, also, W durch T ist gleich P. Die Leistung hängt also ab von der Zeit, in der die Arbeit geleistet wird. Genau, ja, wenn ich dann eben ganz langsam bin, dann habe ich eben nicht so viel Leistung erbracht. Ja, P ist gleich W durch T. Nochmal oben, das ist die Arbeit. Ja, aus dem Englischen Work, glaube ich, oder? Genau, Work. Ja. Und unten haben wir die Zeit, auch aus dem Englischen. Time. Time. Ja. Und jetzt holen wir auch nochmal von oben
die Formel runter, ganz oben hat man sie, W ist gleich F mal S. Das schreibe ich jetzt mal hier hin. W ist gleich mal S, ja. Und unten haben wir das T stehen. Ja. Ja. So, das geschulte Auge sieht jetzt, was da steht. Wenn ich jetzt mal das F vor dem Bruchstrich schreibe und schreibe hier mal S durch T. So, Kraft ja. mal Strecke durch Zeit. Genau, und Strecke pro Zeit, Kilometer pro Stunde, mhm. ist ja eine Geschwindigkeit. Eine Geschwindigkeit, ne? Zum Beispiel, das heißt also hier, ich ja. habe hier F mal V. Richtig. Das ist die Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. Das heißt also, ich kann, wenn ich eine Masse habe und die hat eine gewisse Geschwindigkeit oder wird auf eine gewisse Geschwindigkeit gebracht, dann kann ich die Leistung berechnen, mhm. die ich dafür brauche. Ja. Wenn wir jetzt nochmal hier auf unseren rechten Versuch gucken, dass wir die Masse hochheben wollen, dann hätten wir jetzt hier auch P ist gleich W durch T. Ja. Hier müssten wir aber jetzt das W ersetzen durch F mal S, ich schreibe jetzt mal H hin, ja, S ja, ist ja das gleiche wie eine Strecke, ne? Und schreibe das Ganze durch T und dann ersetzen wir das F auch nochmal, ja, was haben wir hier oben geschrieben, F ist gleich M mal G, mhm. ja, dann das haben wir P ist gleich M mal G mal H in einer Zeit T. Ja. Ja, und wie könnte so eine Berechnung mal aussehen? Ich habe hier mal so ein Beispiel hingeschrieben. Berechnen Sie die Gewichtskraft, mechanische Arbeit und Leistung, die benötigt wird, um einen Stein mit der Masse 75 Kilogramm in 3 Sekunden 1,20 Meter hochzuheben. Also für mich persönlich erstmal grundsätzlich unmöglich. Aber okay, lass uns das doch mal rechnen. Vielleicht können wir ja einen Motor bauen, der mir dann dabei hilft. Genau, wir berechnen das einfach mal. Als erstes nehmen wir uns mal die Gewichtskraft vor, das heißt also F. Ich mache da jetzt mal ein kleines G dran für Gewichtskraft, mhm. Fg, ist M mal G. G, genau. Das ist 75 Kilo mal 9,81 Meter Sekunde Quadrat. Guck mal hier, also Formelbuch gar nicht. Ja, komm, kommt raus, mal schnell gerechnet, 736 Newton. Ja. So, das ist also die Kraft, die wir jetzt aufbringen müssen, um quasi diesen Stein anzuheben. Ja. ja. So, da haben wir aber jetzt noch keine Sekunden und keine Höhe drin. Mhm. Jetzt berechnen wir die Arbeit, die wir verrichten müssen, um diesen Stein auf die entsprechende Höhe zu kriegen. Ja. Formel wäre F mal S. Ja, wir nehmen also jetzt diese 736 Newton und die mal 1,20. Genau, 1,2 Meter, kommt raus 883 Newtonmeter. Newtonmeter hat man auch schon mal gehört, ne? Wenn man die Reifen wechselt. Das ist auch ein Drehmoment. Drehmoment, genau, ja. Drehmoment ist also auch Arbeit. Ja, und jetzt können wir noch sagen, okay, das wollen wir in einer gewissen Zeit schaffen. Das heißt, wir müssen eine Leistung aufbringen, nämlich eine Mechanik. Mechanisch, ich schreibe das hier dran, Pmech, ist gleich, ja, W durch T. Ja. So, W durch T. W haben wir hier gerade berechnet, das heißt 883 Newtonmeter durch T. Drei Sekunden. Wichtig ist, dass man da auch die Sekunden nimmt und nicht Minuten oder Stunden oder sowas, mhm. sondern das mhm. muss immer Sekunden sein. Ne? So, ah, ja. Und dann haben wir hier 294 Watt. Müsste man dann hier oben quasi hinschreiben, dass das T in der Einheit Sekunde angegeben ist? Ja, sollte man das vielleicht noch irgendwo... So, hier. Genau. Ach, wir schreiben es aus. In Sekunde. Genau. So. Ja, das ist ne, ganz wichtig. Irgendwann lädt jemand deine Unterlage runter und sagt, wo steht das. Also Zeit in die Sekunde. Und das haben wir jetzt berechnet. Jetzt haben wir quasi die mechanische Leistung berechnet. Und jetzt könnte man sagen, ja, wenn wir das mit einem Motor machen wollen, dann braucht der ja mal mindestens die gleiche Leistung. Mhm. Ja, mal die ganzen Verluste außen vor gelassen. Genau. Wir wollen uns aber jetzt nochmal anschauen. Ja, was man eben noch mit dieser Kraft, Arbeit und Leistung machen kann. Wir wollen mal Energie erzeugen. Wir wollen auch erstmal gucken, was Energie überhaupt ist. Energie haben wir alle schon mal gehört. Wenn wir uns jetzt mal hier das angucken, ich habe mal so ein Wasserkraftwerk, ja, das ist jetzt hier Idertalsperre, da ist oben ja so ein Wasserbassin auf dem Berg, ne? Da gehen drei Röhren vom Berg runter, ich weiß nicht genau. Und ja, da lassen wir Wasser runterlaufen. Erstmal müssen wir das Wasser da hochschaffen. Mhm. Ja, das heißt also, hier oben haben wir irgendwie jede Menge Wasser. Ja. Ja. Um das ganze Wasser da hochzukriegen, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ja, nachts irgendwie hochpumpen oder sowas. Ja, Eimer.
wenn Strom nichts kostet. Ja. Gut, wenn wir jetzt aber davon ausgehen, wir haben das Wasser mal da oben. Das Wasser hat ja ein gewisses Gewicht. Und dadurch, dass wir das oben auf dem Berg haben, muss ja da irgendwie Energie drin gespeichert sein. Und diese Energie, wenn etwas in Ruhe ist, nennt man potenzielle Energie. In dem Fall, ja, müssen wir kurz überlegen, wenn wir das Wasser mit der Hand da hochgeschafft hätten, dann hätten wir da ganz schön viel Arbeit für gebraucht. Ja. Mhm. Wir hätten also dafür gebraucht, Arbeit ist gleich Kraft mal Strecke. Ja. Mhm. Oder MAG mal S. MAG mal S oder H. Ich schreibe H ein. Ja. Mhm. MAG mal H. So, das ist also die Arbeit, die wir aufbringen müssen, um das Wasser da hochzubringen. Wenn wir das da hochgebracht haben, dann ist unsere Arbeit in dem Wasser gespeichert, weil wir haben das ja da hochgeschleppt. Mhm. Ja, das heißt also, die potenzielle Energie ist auch M mal G mal H. Ist die Arbeit, ja. Ja, das ist also jetzt die Energie, die in dem Wasser gespeichert ist, die ist hier drin. Warum? Wir haben dieses Wasser auf einer gewissen Höhe, ja, hier auf Höhe H. Mhm. Oder wenn wir jetzt den Wasserhahn aufdrehen, dann läuft das Wasser runter. Und wenn das Wasser eben hier durch unsere Röhre runterläuft, dann ja, ändert das seinen Zustand, es fängt an zu fließen und unsere Energie, die wird quasi in Geschwindigkeit umgewandelt. So könnte man es sagen. Ja? Mhm. Das heißt, wir haben dort eine kinetische, ja, also eine bewegte Energie, die nennt man dann auch kinetische, die wäre dann 1/2 mv². Ja? Das heißt also 0,5 mal die Masse, die eben da bewegt wird, mal die Geschwindigkeit zum Quadrat. Mhm. Ja? Das ist die Energie, die quasi jetzt unterwegs erzeugt wird. Nicht erzeugt. Ne? Ich wollte gerade sagen, also bevor sagen, Sie, ja? Energie erzeugen ist ja ein ganz, hast du eben schon gesagt, wir wollen Energie erzeugen. Da habe ich gesagt, echt? Nee, eigentlich nicht. Weil der Energieerhaltungssatz sagt ja bekanntlich, man kann sie nicht erzeugen, man kann sie, aber sie geht aber auch nicht verloren, sondern sie wird ständig nur irgendwie gewandelt. Also Energie ist so das Chamäleon. Genau, ich habe es oben hingeschrieben. Ne? Punkt 1, auch selber, ne? Energie kann nicht erzeugt oder verloren gehen, sondern nur gewandelt werden. Das heißt, Energie, auch wenn wir jetzt irgendwie, wir machen ein Feuer an, ja, dann wird es schön warm, da kommt dann Energie raus. Ja, aber die ist in dem Holz gespeichert vorher. Ja, also die wird dann nicht erzeugt. Dann im Wärme genau. Man sagt oft Energieerzeugung und sowas. Ja. Letztendlich wandeln wir nur die Energie um. Wir nehmen sie irgendwo her und packen sie irgendwo hin. Und die Energie ist ja nur die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Ja, das ist ja quasi, wir haben eben gesagt, die Arbeit wird im Wasser gespeichert, in der Energie. Und die Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. So können wir uns das merken. Und ja, wir haben jetzt quasi unsere Energie gewandelt. Wir haben jetzt kinetische Energie und die kommt hier unten im Kraftwerk an. Im Kraftwerk hier, da haben wir so eine Turbine drin. Ja, die fängt sich jetzt ganz wild an zu drehen. Und an dieser Turbine, da hängt ein Generator dran und der erzeugt Spannung. Genau. Und wenn wir Spannung haben, dann kann auch ein Strom fließen. Man könnte jetzt noch hergehen und könnte sagen, okay, diese Rotation, die da entsteht, das ist eine sogenannte Rotationsenergie und die ist 1/2 jx mal Omega². Und dieses jx, das ist das Drehkreismoment, was ich da quasi in Gang setze. Das kann sich der Herr Klugsch alles angucken. Genau, das interessiert uns erstmal gar nicht. Ja, für uns ist eigentlich nur wichtig, wir wissen, okay, die Energie geht nicht verloren. Mhm. Ja, klar, wir haben hier und da jetzt ein bisschen Reibung und sowas. Es entsteht Wärme im Rohr, weil das Wasser ja an der Wand reibt. Ja, das haben wir natürlich, klar. Aber wir gehen erstmal davon aus, die Energie geht nicht verloren, sondern die wird im Zweifel in Wärme umgewandelt. So, und jetzt wollen wir eben mal gucken, ja, wenn wir jetzt dieses Wasser da hochpumpen müssten, ja, dann wollen wir das ja mit elektrischer Energie machen. Ne, eben haben wir mechanische Energie verwendet, um eben da was zu arbeiten. Ja. Und jetzt wollen wir das Ganze halt eben mit dem Motor machen. Weg vom Eimer hin zum Motor. Jawohl, genau. So. Okay. Und da sagen wir, die elektrische Arbeit W, ja, ihr seht, das ist der gleiche Formelbuchstabe, ist jetzt U mal I mal T. Das ist okay. Genau. Das ist die elektrische Arbeit. Wir haben da also jetzt Strom und Spannung mit drin, genau. Multipliziert und mit einer Zeit. Ja. Die Einheit von W, ich habe es hier hingeschrieben, Watt-Sekunde, weil wir ja mit einer Sekunde eben da multiplizieren. Wir könnten auch sagen, das ist ein Joule. Hat man vielleicht schon mal gehört, ein Joule.
Und das ist auch gleich ein Newtonmeter. Das heißt, wir könnten hier verschiedene Einheiten verwenden. Wir verwenden jetzt hier, weil es die Elektrizität ist, eben Wattsekunde. Hätten wir da jetzt eine mechanische Arbeit, wenn wir hier von Newtonmeter sprechen, dann hätten wir eben die Newtonmeter. Wann nimmt man das Joule? Also wann das kann man eigentlich immer nehmen. Der Begriff Joule, wo taucht der auf? Joule haben wir zum Beispiel auch. Also ich meine, klar, wenn du im elektrischen Bereich arbeitest, da redest du grundsätzlich von Watt, und wenn, im mechanischen bist du eher bei Newtonmeter, also das sind zumindest eher gängige Einheiten. Ja. Joule habe ich zwar schon gehört, aber ehrlich gesagt, das ist mir jetzt irgendwann immer irgendwo das. Ich verwende es relativ wenig. Also entweder sage ich eben Wattsekunde oder ich sage Newtonmeter. Generell können wir aber auch zu beiden einfach Joule sagen. Okay. Ja. Genau. Dann gucken wir mal weiter. Das ist also jetzt die Arbeit, die aus Strom, Spannung und der Zeit eben erzeugt wird. Nicht erzeugt, ich sage schon immer, man sagt immer erzeugt. Ne? Also wir haben dort eine Arbeit, die verrichtet werden kann. Genau. So. Und wenn man diese Formel jetzt mal so ein bisschen umstellt, ja, und zwar nach U mal I ist gleich W durch T. So. Und dieses W durch T haben wir eben schon mal gesehen, und zwar ist das ja auch gleich P. Also die Leistung ist ja Arbeit pro Zeit. Ja, wenn wir jetzt mal hier, wir lassen mal das U mal I links weg, und dann können wir sagen, P ist W durch T. Das haben wir eben kennengelernt bei der mechanischen Leistung. Ja. Arbeit pro Zeit. Das müsste doch eigentlich hier aus deinem Wattsekunde Newtonmeter hervorgehen, oder nicht? Genau. So, und jetzt haben wir quasi, ja, aber auch P ist gleich U mal I. Ja. Ja. Und daraus folgt auch, also P ist gleich W durch T ist gleich U mal I mal T durch T, wenn wir es jetzt mal von der anderen Seite sehen, ne, das T kürzt sich weg, und dann kommen wir hier eben hinten bei raus, P ist gleich U mal I. Also das stimmt auch, was ich da gesagt habe. Und P, über P haben wir schon oft gesprochen, das ist die Leistung. Die Leistung haben wir auf jedem elektrischen Betriebsmittel oder Gerät eben auch dokumentiert. Wie viel Watt hat das ganze Ding? Mhm. P in W, ich schreibe es nochmal dahinter, das ist Watt. Ja? Nicht, dass wir das W mit der Arbeit verwechseln, ganz wichtig. Ja? Was wir auch sagen könnten, dass dieses eine Watt, manchmal wird das auch in VA angegeben. Ja? Also ja, Volt Ampere, ist ja eigentlich nichts anderes. Ne? Mhm. So, das heißt, jetzt haben wir also auch die Leistung, wir haben jetzt auch die Verbindung zwischen Arbeit, Strom und Spannung. Ja. Ja. Das heißt, wenn wir eine Spannung haben, könnten wir jetzt den Strom berechnen, den wir eben bräuchten, um so eine Leistung zu erbringen. Mhm. Und wir können sagen, ja, wenn wir jetzt unser Wasser da hochbringen wollen, in einer gewissen Zeit, weil wir haben ja P ist W durch T, ja, Arbeit pro Zeit, und dann können wir sagen, wir brauchen einen elektrischen Motor, eine Pumpe, ja, der uns das Wasser darauf schafft, hier oben auf dem Berg, ja, hier oben hin, ja, in einer gewissen Zeit T. Ja, nicht S, sondern T, also Time. Ja, wenn wir das da hochschaffen wollen, und dann brauchen wir eben einen ordentlich starken Motor, der das eben kann. Mhm. Genau. Und da, Sebi, ich habe da mal einen Versuch mitgebracht. Ja. Wir gucken uns das mal an. Das wollen wir uns ja mal in der Realität anschauen, ob das auch wirklich so funktioniert, wie wir das jetzt erklärt haben. Und zwar habe ich hier einfach mal einen Versuch aufgebaut. Wir haben hier hinter uns ein Regal stehen, da habe ich mal einen Wasserkanister drauf gepackt. Und der Wasserkanister, der hat 10 Liter. Das heißt, diese 10 Liter, die habe ich da hochgeschafft. Ja. Da hast du ganz schön Arbeit verrichtet. Da habe ich ganz schön Arbeit verrichtet. Ja, da haben wir es wieder. Also ich habe Arbeit verrichtet, W. Und zwar, W ist ja F mal S, haben wir eben kennengelernt, Kraft mal Strecke. Ich habe also eine Masse gegen die Erdbeschleunigung eine Strecke heraufgeschafft. Und das waren 10 Kilogramm mal 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Genau, mal, ich sag mal, 1,5 Meter. Ja, könnte ein bisschen mehr sein, ist egal. Ja, 1,5 Meter habe ich das da hochgeschafft. Und wenn wir das jetzt alles zusammenrechnen, dann kommen wir auf 147,15 Kilogramm Meter Quadrat pro Sekunde Quadrat. Und da können wir auch schreiben 147,15 Newtonmeter zum Beispiel. Die Arbeit habe ich jetzt da vollbracht und habe das da hochgeschafft. So, jetzt gehen wir nochmal her und sagen, ich habe mich echt beeilt und ich habe das in 2 Sekunden geschafft.
Ja, das heißt also, wir können jetzt die Leistung berechnen, die ich dabei quasi benötigt habe, ist auch W durch T. Ich habe jetzt diese 147,15 Newtonmeter in 2 Sekunden da hoch geschafft und da habe ich dann quasi 73,57 Watt. Die habe ich da, ja, für benötigt. Ja, das heißt also hier, ja, naja, gut, da fängt ein bisschen an zu schwitzen. Ja, gut, jetzt mal 10 Liter noch nicht, aber es ist eben Arbeit. Ja, wenn ich also ganz viele Kanister da hochschaffen will, dann brauche ich entsprechend auch mehr Arbeit. So, jetzt habe ich den Kanister da hochgeschafft und wenn der jetzt da oben steht, ist meine Arbeit quasi im Wasser gespeichert, denn das Wasser ist ja da oben. Wir haben also eine potenzielle Energie von M mal G mal H. So, und wenn ich das alles einsetze, komme ich eben auf meine 147,15 Newtonmeter. Ja, das ist die Energie, die da drin jetzt gespeichert ist. Und diese Energie, die möchte ich jetzt verwenden. Das heißt also, wir haben hier, wenn ich jetzt hier oben den Wasserhahn aufdrehe, hier habe ich so einen Wasserhahn dran, dann wird aus der potenziellen Energie meine kinetische Energie. So, ist M mal V Quadrat. Jetzt könnten wir uns zum Beispiel ausrechnen, ja, wenn ich halt sage, das Zeug fließt da alles in einem runter und wir gucken mal, welche Geschwindigkeit hier an dieser Stelle kurz vor unserem Generator sind. Das könnten wir uns jetzt berechnen, ja, indem wir sagen, okay, wir stellen mal die Formel um nach V, also unsere Geschwindigkeit wäre dann zweimal die kinetische Energie geteilt durch die Masse, die ich eben darunter und das noch die Wurzel laufen lasse und daraus eben die Wurzel. Da könnten wir jetzt alles einsetzen und dann könnten wir uns die Geschwindigkeit dort berechnen. Was wir aber eigentlich wissen wollen oder was wir eigentlich machen wollen, wir wollen ja Strom erzeugen, wir wollen Spannung erzeugen. Das heißt, an dieser Stelle habe ich einen Generator eingebaut, einen Stromgenerator, der macht Gleichstrom als Ausgangsgröße und dort wird also unsere Energie, ja, wieder umgewandelt in Arbeit. Ne? Also unser Wasser, was da runterläuft, das macht jetzt für uns die Arbeit am Generator. Ja, okay. Ja, wir könnten am Generator das Rad auch mit der Hand drehen, dann müssten wir die Arbeit machen. Jetzt macht das Wasser für uns die Arbeit. Das heißt also, W ist gleich U mal I mal T. Das ist die Arbeit, die jetzt das Wasser für uns verrichtet. Und da können wir halt eben sagen, P ist W durch T. Das haben wir auch eben gesehen. Und dann können wir sagen, wir haben hier 1,475 Newtonmeter. Und jetzt müssten wir halt eben gucken, okay, wie lange braucht denn das gesamte Wasser, bis es unten ist? Ja, und dann könnten wir halt eben sagen, was wir dort für eine Leistung haben. Die Größe hier, die habe ich aber nicht. Deswegen können wir es auch nicht berechnen. Ja, müssten wir die Zeit messen. Ja, hängt ja vom Durchmesser des Schlauchs oder das Rohrs ab oder was auch immer. Genau, das müssten wir dann also messen, aber so genau wollen wir es gar nicht treiben. Wir wollen uns aber jetzt mal angucken, ob das in der Realität wirklich so funktioniert und ob wir da, ja, Spannung bekommen. Und ich würde sagen, Sebi, wir gehen mal rüber zum Versuch. Ja, wir haben halt das mal hingestellt. Hier steht unser Kanister mit 10 Liter Wasser. Ich habe den oben mal aufgeschraubt. Das sollte man machen, wenn jetzt hier unten Wasser rausläuft. Ne, dann muss der oben Luft reinziehen. Sonst zieht er sich zusammen. Dann hier einen Schlauch. Das ist quasi unsere Pipeline nach unten. Den Berg herunter und unten im Tal. Da ist unser Generator. Da ist ein kleines Schaufelrad drin. Das treibt unseren Generator an. Das Wasser fließt dann hier hinten in den Eimer. Und unsere Spannung wird hier erzeugt. Ich habe da mal ein Multimeter angeschlossen. Ja, und wenn ich jetzt den Wasserhahn aufdrehe hier oben, dann sollte erstens Wasser fließen. Jawohl, da kommt auch Wasser raus. Und wir sehen, wir haben hier eine Spannung von 6,7 Volt sogar. Der Generator kann maximal 12 Volt erzeugen. Ja, und dass da auch wirklich was passiert, machen wir einfach mal so. Wir drehen noch mal schnell ab. Ich stecke hier unten mal um und wir stecken hier mal eine LED dran, damit wir auch sehen können, dass was leuchtet. Ich nehme hier einfach mal so eine gelbe LED und hier reingefummelt. Jawohl. So. So, und wenn ich jetzt hier oben aufdrehe, ja, das heißt also, wir
wandeln jetzt quasi unsere potenzielle Energie in kinetische Energie, dort unten in rotatorische Energie und dort wird Spannung erzeugt. Es kann Strom fließen, denn der Stromkreis ist geschlossen und unsere LED leuchtet. Ja, und das wird die jetzt so lange machen, bis unser Kanister hier oben letztendlich leer ist. Ja, wir haben jetzt hier schon 4 Liter raus, ist noch ein bisschen da. Wenn wir jetzt quasi die Fließgeschwindigkeit noch erhöhen würden, also wir hätten den Tank noch viel weiter oben stehen, dann würde unser Wasser schneller fließen und wir könnten unten noch mehr Spannung erzeugen. Ja. Der Generator ist jetzt so ausgelegt, je höher der Druck, desto höher ist die Ausgangsspannung. Wir haben eben gesehen, roundabout 7 Volt. Der kann 12 Volt, das heißt, ich müsste mit meinem Tank noch um einiges nach oben gehen. Ja, meine Lieben, das ist ja, erneuerbare Energien. Ne? Wir nehmen Wasserenergie, wir erzeugen dadurch Strom. Den Strom könnten wir jetzt zu euch nach Hause leiten und dort eben das Licht anmachen. Ja, das war's für heute. Ihr habt heute gesehen, was ist Arbeit, Leistung, Energie und Strom und Spannung, kannten wir schon. Ja. Und vor allem auch mehrere Formen von Energie, also ja, potenzielle genau. Energie, kinetische Energie. Ja. Genau, wir haben gesehen, dass quasi die Arbeit in Energie, also als Energie im Wasser oben gespeichert wird, wenn wir den oben hinstellen und können das dann wiederverwenden. Ja. Das ist das Prinzip von so einem Pumpspeicherkraftwerk. Nachts, wenn ich viel Strom übrig habe, dann pumpe ich das Wasser aus dem Tal nach oben. Da speichere ich das quasi im Wasser und wenn ich dann tagsüber mehr Strom brauche, als vielleicht meine Solarenergie bringt, dann lasse ich das Wasser wieder runterlaufen und erzeuge da elektrische Spannung und kann damit meine Haushalte weiter versorgen. Ja. Genau. Sehr schön. Ja, das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt E-Technik beim Schmidt. Macht's gut. Ciao. Ciao, ihr Lieben.